So, jetzt aber endlich. Guten Abend. Kann man überhaupt schon Abend sagen? Nicht wirklich. Ab wann ist es Abend? Darüber scheiden sich die Geister. So, Wind Waker. Und ich muss noch kurz ein Schlückchen nehmen. Es geht direkt ab, denn wir haben ja beim Endboss aufgehört. Was gut ist, weil es wird, ich befürchte, es wird schon wieder ein relativ kurzer Stream heute. Muss mal wieder im Anschluss direkt los. Und dafür haben wir doch dieses Mal direkt Action. So. Kurz auf die Karte schauen. Wo war die Karte? Falsches Menü. Hatten wir hier noch irgendwas? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Ach nee, fuck. Ich habe ja hier noch die. Das ist ja der Eingang natürlich. Oh, ich habe die eine Abkürzung, glaube ich, nicht freigeschaltet, oder? Kann ich die jetzt im Nachhinein auch noch öffnen? Ich glaube nicht. Och nö. Da habe ich nicht dran gedacht. Da hätte ich einfach ein Save im Emulator machen sollen. Naja, ich glaube, das geht jetzt relativ schnell. Ich fürchte, dass diese Abkürzung jetzt hier wahrscheinlich nicht funktioniert, weil ich die auf der anderen Seite noch nicht benutzt habe. Pisst euch mal alle jetzt. Geht nicht, oder? Wie geht denn das überhaupt auf hier? Bitte funktioniert. Ah, das sieht gut aus. Okay, und wo ist jetzt? Die zweite Seite. Bin ich jetzt wieder reingekommen? Ich glaube, ich wieder auf der anderen Seite raus, ne? Also am Eingang wieder. Es gibt noch einen dritten Topf. Ne, Moment. Ah, okay, doch. Okay, das heißt, wir haben hier noch. Also, wir hatten hier unten noch irgendeinen Raum letztes Mal. Da ist bestimmt irgendein Käse drin, aber den. Ah, und unsere. Freundin ist da noch drin, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Okay, ich hüpfe dann da mal noch kurz hin. Machen wir das noch schnell. Der Vollständigkeit halber, wo ist denn das denn? Ist noch weiter unten? Nee. So, das ist ja gar nicht dieser Raum hier. Ich muss in den. Hier drin ist es. Das war spannend hier beim letzten Mal. Dieser Raum, der eigentlich super öde ist, war unter Zeitdruck. War es plötzlich eine richtige Herausforderung. Okay, so, Moment, was habe ich jetzt hier? Ah. Wie ging das nochmal? Ah, Steuerung. Könnte doch da irgendwie besser zielen. Wie war das nochmal? Hier, so. Als wir Schwert gezogen haben, aber L nicht gedrückt haben. Nur dann kann man zielen. So, die mache ich jetzt nochmal kurz weg. Ich sehe überhaupt nichts. Ist aber zum Glück völlig egal bei dem Spiel. Einfach nur. Button mashen. Das ist leider ausreichend.
Okay. Ich hab's unterschätzt, aber trotzdem jetzt. Sterbt mal bitte alle. Ich glaube, ich muss die Köpfe kaputt hauen, ne? Sonst bringt das nichts. Jetzt sterbt mal bitte. Im Moment habe ich noch. War das der erste jetzt? Ich dachte, ich hätte schon ein paar gekillt. Okay, jetzt. Du noch. Wie völlig unemotional und gleichgültig sie da steht. Ich habe gerade um mein und um ihr Leben gekämpft. Und sie steht da einfach nur da und schaut nicht mal in die richtige Richtung. Diese fucking Bitch, ey. Ich bin froh, wenn ich die wieder los bin. Jetzt mach doch die Truhe auf, Mann. Das kann doch nicht sein, ey. Eine Schatzkarte. Wow. Ich hab's schon geahnt. Aber gut. Jetzt wissen wir es wenigstens. So, jetzt komm mit. Wir gehen jetzt zum Boss. Und den machst jetzt du. Ich hab den ganzen Tempel gemacht. Ist nur fair, wenn du jetzt alleine den Boss machst. Komme ich hier überhaupt wieder raus? Ah, okay. Oh Mann, jetzt muss ich mich wieder an den Song erinnern. Wie war das nochmal? Nee. Yes, das war's. Einfach nur, weil sie keine fucking Leiter selber raufgehen kann. Könnte man es ihr nicht irgendwie einfacher sagen? So, vielleicht sowas wie, hey, geh da mal hoch. Oder komm hier mal rauf. Nee, ich muss ihren Verstand kidnappen. Und mit ihr selber hochfliegen. Wirklich eine richtige Hohlbirne. Und schon wieder das Gleiche. Ja, du bist leider nur dazu in der Lage, mich hier stupide anzugaffen. Deshalb muss ich leider wieder mal dich hypnotisieren, um 3 Meter zu gehen. Beziehungsweise zu fliegen. Ah nee, fuck, ich hätte jetzt gleich Link mitnehmen können, ne? Dann hätte ich zumindest ein bisschen Zeit gespart. Sag mal, wieso ist eigentlich... Hat sich die Steuerung seit dem letzten Mal umgestellt? Oder habe ich in der Zwischenzeit irgendwas anderes gezockt? Weil es fühlt sich alles wieder invertiert an. Die Kamera links-rechts ist invertiert, oben-unten nicht. Aber mir fällt gerade kein anderes Spiel ein, das ich in letzter Zeit gespielt habe, was auch so eine Steuerung hat. Das wollte ich nicht. So, jetzt. Jetzt darf sie mich mal übertragen. Ja, das hätte ich gleich machen können, dann hätte ich nicht so oft hier mal hin und her wechseln müssen. Wie ging das nochmal? Ah nee, fuck, das geht ja gar nicht. Nee, Moment. Scheiße, wie war das nochmal? Nee, sie kann mich nicht tragen. Ich kann nur mit ihr so gleiten, glaube ich. Oh Mann, ich weiß nicht mehr. Ja, genau, so ging's.
Ja, dann war das schon richtig, dann hätte ich da gar nichts machen können. Vorhin habe ich sie tatsächlich kontrollieren müssen. So, hier ist jetzt bestimmt irgendwo noch eine Fee. Brauche ich überhaupt eine? Nee, ich brauche überhaupt nichts. Dann geht's direkt los. Ach so, ach, die gehen nicht mal mit zum Boss. Okay. Nee, ist okay. Nee, ich habe gedacht, vielleicht könnten wir uns die Aufgaben irgendwie ein bisschen teilen oder so, aber... Nee, dann gehe ich einfach alleine in den Raum mit den 20 Poltergeistern. Sollen die eigentlich, fällt mir gerade so ein, jetzt wo ich den hier sehe, frage ich mich, ob die, weil die erinnert mich so ein bisschen an die Irrlichter aus Ocarina of Time und gibt es die Majora's Mask auch? Vielleicht. Jetzt frage ich mich gerade, ob die kleinen Viecher auch so Irrlichter sein sollen, also ob die in Wind Waker so aussehen. Aber es sieht schon deutlich anders aus eigentlich. So, was mache ich jetzt eigentlich mit ihm? Achso, ja, natürlich Licht. Oh Mann. Natürlich. Hier, stirb! Verreck. Und jetzt? Hallo? Kann ich irgendwie auf ihn? War jetzt bestimmt zu langsam. Kann ich irgendwie eine Bombe auf ihn drauflegen? Nee. Unter seinen Arsch legen? Okay, er wackelt zumindest, wenn ich das mache. Kann ich hier mit dem Hammer einfach auf den Sack hauen? What? Ich kann den einfach nehmen. Ah, ich muss den so Bowser-mäßig. Wie bei Mario, 64. Wenn die Bomben werfen. In dem Fall sind es jetzt Stacheln. Was habe ich nochmal gegen die gemacht? Der auch Licht. Geht nicht. Achso, nee, die sind alle schon gelichtet. Abgelichtet. Okay, hat gar nichts gebracht, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Ich stehe irgendwie wieder da an der Tür. Voll in den Sack gelasert. Okay. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich den Typen hochheben kann. Das ist ein bisschen abwegig. Wie soll man denn da drauf kommen? Ich dachte auch, ich kann vielleicht mit seiner Lampe hier irgendwas machen. Ich muss die einfach nur nach und nach alle jetzt... killen. Ich denke mal, der wird jetzt mal weniger und es wäre ganz cool. Ich weiß nicht, ob die Mechanik, also ob sie daran gedacht haben. Es wäre ganz cool, wenn der jetzt immer ein bisschen kleiner wäre, weil der besteht ja quasi aus denen. Würde ich cool finden. Wäre ein schönes Detail, wenn der jetzt kleiner wird. Mal schauen, jetzt kill ich mal noch ein paar. Bam! Ich weiß nicht. Ich glaube, der sieht immer noch gleich groß aus. Ach so, der blockiert hier das Licht, oder was? Nee, das kann ja nicht sein, dann würde er ja Schaden nehmen. Warum ging das Licht jetzt plötzlich aus? Komm, lass mich hier kurz hin.
Weiß gar nicht, ob ich die wirklich in die Stacheln. Ob ich ihn wirklich in die Stacheln werfen muss oder ob das auch reichen würde, wenn ich ihn einfach nur gegen die Wand werfe. Aber schwer ist es nicht. Es ist einfach nur mühsam. Zum Glück habe ich den letztes Mal nicht noch gestartet, wo ich sonst so einen Zeitdruck hatte. Aber dauern tut er schon ein bisschen. Achso, der ist. Moment mal. Das sind ja außenrum auch überall Stacheln. Ja, dann kann ich den echt einfach irgendwo hinwerfen. Behaupte ich jetzt mal. Ach, Mann. Vor allem, je weniger es werden, desto weniger erwischt man. Es sind zwar nur noch ein paar, aber ich treffe auch nur noch ein paar jedes Mal. Komm, stirb. Hä? Ich check's nicht, warum geht denn manchmal das Licht aus? Oder wandert das immer? Oh, ernsthaft. Mann! Du Pimmel! Ich könnte die wahrscheinlich einfach mit Pfeilen abschießen, ne? Oder? Bin mir gar nicht sicher. Einer noch ernsthaft. Okay, jetzt würde man es aber sehen. Jetzt müsste der eigentlich winzig sein. Eigentlich müsste der jetzt einfach halt gleich groß sein wie vorher. Ein Geist bestehend aus einem Geist. So, jetzt. Das war's jetzt aber, Bitch. Okay. Get fucked, bitch. Yippee. Ja, Link, jetzt ein bisschen peinlich jetzt gerade, wie du da rumspringst. Kannst du dich vielleicht irgendwie... Es ist schön, dass du dich freust, aber kannst du dich vielleicht anders freuen? So. Raus aus diesem gottverlassenen Drecksort. Und ob ich die hier mitnehme, weiß ich noch nicht. Ich fürchte, ich habe keine Wahl. Wow.
So wandelt er sich in He-Man. Durch die Gebete des Terra-Weisen hat das Masterschwert wieder einen Teil seiner alten Stärke zurückgewonnen. Du bist nur einen Schritt davon entfernt, das wahre Masterschwert in Händen zu halten. Das wahre Masterschwert? Das wahre Masterschwert konnte aber auch schießen, wenn man volle Energie hatte. Geht es dann hier auch wieder? Guybrush, damit hat das Masterschwert aber noch nicht vollständig seine alte Stärke zurückgelangt, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Es bedarf noch des Segens eines weiteren Tempels, nämlich den des C4-Tempels, da waren wir doch schon, um es vollständig erwachen zu lassen. Aber wir haben ihn noch nicht, wir konnten ihn noch nicht machen. Also dann, Guybrush, bitte schalte durch das Licht und finde den Weisen des C4-Tempels. Ich werde hier meine Gebete fortsetzen, beeil dich. Das war doch der mit der Geige, das muss doch hier dieser Kokiri gewesen sein. Komori, bitte kümmere dich um ihn. Hä, was hat der denn jetzt mit dem Ganzen zu tun? Oder bedient er den Beam-Apparat der Komori? Das ist der Scotty von Wind Waker. Okay, wir haben diesen Tempel abgeschlossen. Ich rede jetzt einfach mal mit ihm. Um dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen, musst du den nächsten Weisen zum verbleibenden Tempel geleiten. Auch damit Frodo in Frieden ruhen kann, ist es deine Aufgabe, seinen Nachfolger so schnell wie irgend möglich zu finden. Ja, ich bin mir halt relativ sicher zu wissen, wo der eigentlich ist. Nämlich da. Jetzt muss ich mich nur noch an den Flugsong erinnern. Unten rechts, links, oben. Aber ein bisschen seltsam finde ich das. Also, ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, aber in meiner Vorstellung muss ich jetzt eigentlich nur diesen Weisen hier holen und dann kann ich schon wieder den nächsten Tempel machen. Das ist irgendwie ein komisches Pacing, dass man zwei Tempel gleichzeitig mehr oder weniger, also direkt hintereinander ja, freischaltet und die dann auch machen muss. Erst hat man lange keinen mehr. Und dann dafür zwei am Stück. Der Briefkasten hüpft rum. Da haben wir wohl was bekommen. Könnt ihr auch zu dem Händler mal wieder schauen, weil bei dem kommt... Oh, jetzt haut er ab. Gerade wo ich es sag. Weil bei dem Händler bekommt man ja auch irgendwie so Punkte und ich weiß nicht, was die bringen, aber vielleicht bekommt man dann da auch wieder irgendwas, wenn man genügend Punkte gesammelt hat. Payback-Punkte quasi. Dieser Brief ging per Nachname, das macht 10 Rubine. Ja, okay, das kann ich noch verkraften. Tag, habe die Ehre, Chef. Vielen Dank für alles im Postbotenhaus. Seit damals gebe ich ständig mein Bestes, aber 22 Briefe sind für mich das Äußerste. An dich komme ich einfach nicht ran, Chef. Neulich habe ich von deiner Queste gehört. Jedes Mal wieder komisch, dieses Wort Queste. Mann, war ich beeindruckt. So beeindruckt, dass ich gleich diesen Brief schreiben musste. Ich muss echt sagen, du bist ein Wahnsinnstyp, ey. Was du da machst, da kann man nur alle Hüter dieser Welt von dir ziehen. Ich würde ja gerne etwas tun, um dir beizustehen, aber ich fürchte, außer diesen Brief zu schreiben, bleibt nicht viel. Drum packe ich zumindest ein paar Durchhalteparolen hier rein. Okay. Ich hoffe, die spornen dich in harten Zeiten ein kleines bisschen an und ich werde immer Norddeutscher, je länger ich diesen Brief vorlese. Jo, hau rein, Chef, ne? Ich habe aus Versehen A gedrückt. Mach nichts. Außerdem habe ich noch etwas von meinem Lohn beigelegt. Viel ist es nicht, aber gib es bitte ohne Reue aus. Bitte sehr nachsichtig, dass ich diesen Brief per Nachname geschickt habe. Aber ich bin mir sicher, du kannst es. Es ist komplett. Ich weiß nicht, was das für ein Akzent ist, aber es klingt viel zu nördlich und der Brief hat nicht so angefangen.
Ich bin mir sicher, du kannst es dir leisten. Hochachtungsvoll, dein Byte. Byte. Okay, er hat mir halt. Ich musste 10 Euro bezahlen, damit ich 20 Euro bekomme. Das ist ein guter Deal, aber ich hätte mir einfach 10 Euro geben können. Jetzt ist da Musik. Ich war einfach nur zu früh da, tatsächlich. Wie ich es schon befürchtet hatte. What? Okay, das habe ich vergessen. Dass sie mich durchs Schild auch durchessen können. Piss dich mal. So, wie ist der Wind? Kann ich da jetzt hin? Wo kommt denn der? Kommt die Musik raus? Von der rechten Seite. Okay. Naja, wird schon gehen. Ich fliege da jetzt einfach. Okay, es geht echt nicht so gut. Braucht er tatsächlich Wind in die richtige Richtung? Weiß nicht mal mehr den Standard-Wind-Song. Fuck! Bin ich bescheuert? Oben, links, rechts. Ja, sowas. Hierhin. Hallo? Doch, geht. Jetzt ist er da, der Dude. Oh, werter Freund, Guybrush. Es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzutreffen. Es spricht. Oh, die Stimme kann ich nicht machen, sorry. Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinem kleinen Versteck gefunden hast. Wie? Was ich hier mache? Ich habe hier das Stück geprobt, das ich nächstes Jahr bei der Zeremonie spielen will. Wenn die anderen es schon. Okay, die Stimme ist ein bisschen höher. Ich meine, ein bisschen höher sollte sie sein. Wenn die anderen es schon vorher hören würden, wäre das doch langweilig, findest du nicht? Was? Man kann es von draußen überdeutlich hören? Ah, ach so. Ich war mir sicher, das Rauschen des Meeres würde es übertönen. Des Meeres, du meinst wahrscheinlich den Wasserfall. Ich werde von nun an leiser proben. Also ja, das mir auch, aber ich. Er hat sich ja wohl unter dem Wasser versteckt. Wegen des Wasserfalls. Okay, wie dem auch sei, du willst von mir ein Lied hören. Und zwar ist das. Dieses Lied. Oben, oben, unten, rechts, links, rechts. Ach so. Aber oh, das ist doch ein Taktstock. Dann bist du also ein Dirigent? Das ist ja fantastisch. Dann wirst du mich also ein wenig dirigieren. Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Ja, wir spielen jetzt den dritten Teil von der Mondscheinsonate. Mach dich bereit, jetzt habe ich vergessen. Warte. Oben, oben. Das war es nicht. Aber es war irgendwas mit oben. Fuck. Yes. Was ist das nur für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt? Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen.
Okay. Bisschen campy. Dank dem heiligen Lied, das du mir überbracht hast, wurde mir meine Bestimmung als Weiser des Zephyr-Tempels ins Bewusstsein gerufen. Was ist denn Zephyr? Bei allen anderen Zelda-Spielen haben die Tempel immer so Namen nach so Elementen oder so. Da gibt es dann irgendwie den Waldtempel. Gut, Wald ist jetzt nicht wirklich ein Element, aber ihr wisst, was ich meine. Wassertempel, Feuertempel. Terra ist halt die Erde eigentlich auf Lateinisch. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist, wahrscheinlich schon, aber was zur Hölle ist C4? Also Plastiksprengstoff oder was? Plastiksprengstofftempel. Meine Aufgabe ist es, das Masterschwert, das du mit dir führst, wieder zu seiner alten Stärke erwachen zu lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Bitte geleite mich zum C4-Tempel, werter Freund Guybrush. Schon aus dem Grund, damit mein Vorfahre in Frieden ruhen kann. Weiß nicht, warum ich das gerade so komisch vorgelesen habe. Vielleicht, weil mir die einfach zu viel labern. Oh, der Typ ist wieder da. Jetzt bleiben wir kurz da. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich irgendwas brauche, aber ich will einfach mal schauen. Was hast du so in store, man? Brauche ich überhaupt irgendwas? Futtertasche. Boah, ich könnte mal so eine Pfirsich da mitnehmen. Eine Birne, meine ich. Jo, nehme ich noch eine? Jetzt 20 Punkte. Bei 30 bekomme ich irgendwas. Ein Strandball oder eine Sporttasche. So, wo ist denn der Tempel? Der Tempel war noch mal, wo genau? Da oben. Hey Red Light, hallo. Schön, dass du da bist. Oben in der Mitte. Falsch. Auch falsch. Mann, warum kann ich mir das nicht merken, ey? Ernsthaft? Unten rechts, links. Irgendwo. Nicht mal so kann ich es mir merken. Oben. Ja, mir geht's gut. Und selbst. Ich hoffe auch. Ich habe nur immer ein bisschen viel zu tun. Deshalb kommen immer so selten die Streams zustande. Aber an sich ist alles gut. Portemonnaie, da war ich auch schon lange nicht mehr. Da könnte ich doch jetzt eigentlich diese Truhe da aufmachen. Dazu müsste es aber Tag sein und das mache ich wie? Ich sehe gerade, wir haben auch schon alle Lieder, also lang kann das Spiel gar nicht mehr dauern. Rechts, links, unten. Also, ich weiß von einer Passage in dem Spiel, die irgendwie super lang dauern soll und nervig sein soll. Die Truhe ist weg. Und daher dauert es wahrscheinlich doch noch ziemlich lang. Aber es gibt zumindest nicht mehr viel neuen Content. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Moment, die Truhe war doch hier, oder nicht? Ist sie nur nachts da? Aber wie mache ich dann Licht? Macht eigentlich Sinn, dass sie tagsüber. Also, wie soll ich denn tagsüber Licht machen? Ach, keine Ahnung. Lange kann das Spiel nicht mehr dauern. Guter Witz. Ja, ich befürchte, du hast recht. Also, ich habe schon mal gehört, dass diese ganze Triforce-Suche in dem Spiel irgendwie so ewig dauert. Zumindest in der GameCube-Version. Ich hätte mir doch vielleicht das HD-Remake oder das Remaster holen sollen.
Ich dir verraten, wie du die Truhe bekommst. Nee, noch nicht. Ich muss hier bestimmt irgendwie nachts ein Licht umleiten oder so. Ist aktuell meine Überlegung. Haben wir eigentlich irgendwas auf der Insel zu tun? Ich war hier irgendwie überhaupt nie. Ich habe irgendwie gar nichts gemacht. Irgendwie bei Ocarina of Time oder bei Majora's Mask. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ja, spazieren gehen, okay. Bei Ocarina of Time oder bei Majora's Mask, da habe ich irgendwie, da hat man viel mehr Zeit immer wieder in diesem Dorf verbracht. Also in Hyrule-Stadt oder in Undru-Stadt. Aber hier muss man irgendwie gar nicht so wirklich hin. Stimmt, ja, also ich hatte hier so Nebenquests, zum Beispiel die Kinder schimpfen. Wenn du uns zu einem kleinen Wettkampf herausfordern würdest, könnte man ja vielleicht drüber reden. Na, interessiert? Ja, okay, was denn? Die Regeln sind denkbar einfach. Wir verstecken uns irgendwo und wenn du uns findest, dann laufen wir von dir weg. Naja, und du musst uns dann eben fangen. Ja, okay, also einfach fangen. Aber keine Angst, wir werden uns weder in Häusern verstecken, noch die Insel verlassen. Also suche einfach gewissenhaft und schau genau, dann findest du uns auch. Wenn es dir gelingt, uns alle vier zu schnappen, dann hast du gewonnen. Ja, okay. Also einfach genau wie in Majora's Mask. Ich habe mir nur nicht gemerkt, wie die Kinder aussahen. Ich weiß jetzt nicht, wer da mitspielt und wer nicht. Ihr da unten, ihr gehört nicht dazu, ne? Da unten ist bestimmt einer hier. Da muss einfach einer sein. Verdammt. Kann ich die nicht runterwerfen? Doch, tatsächlich. Voll brutal eigentlich. Ich meine, das war relativ hoch. Müsste jetzt eigentlich schwer verletzt sein. Aber er ist ja nur ein Kind. Kindern kann nichts passieren. Nein, hast du mich? Ja. Ich hasse dich. Okay, wie viel waren das? Ich glaube 4. Bin mir gar nicht mehr sicher. Da oben. Moment. Was ist das da? Nee, das ist nur eine Tür. Wer ist denn sie? Ich habe die gerade angesprochen, weil mir die nicht bekannt vorkam. Ich glaube, die ist tatsächlich neu. Willkommen, willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns im berühmten Marktstand von Portemonnaie. Leute von Portemonnaie und überall her kommen zu unserem Stand und staunt über unsere zahlreichen Güter. Einen Besuch werden Sie nicht bereuen. Okay, ich habe da hinten gesehen, da steht irgend so eine Pflanze drum. Wenn du konversieren willst, lass uns das doch bitte an der Theke machen. Ja, dann steh halt einfach gar nicht hier. Sei mir gegrüßt, mein Freund, der du mir damals das Siegel abgekauft hast. Endlich konnte ich meinen Stand eröffnen. Doch eigentlich geht es schon wieder bergab mit meinem Stand. Es ist eine Tragödie. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich zu wenige Waren habe. Hier, nicht mal eine einzige habe ich. Doch ich sehe doch eine Blume. Wenn ich doch nur Waren hätte,
die man hier in der Stadt sonst nirgendwo bekommt. Ja, das wär's. Wirklich seltene Waren, meine ich. Den großen Reibach machen, Geld scheffeln, aber nein, was rede ich da? Wenn mein Geschäft erstmal so richtig floriert, investiere ich natürlich auch in den Fortschritt und das Glück dieser schönen Stadt, das ist doch klar. Ja, wenn ich doch nur einen jungen Geschäftspartner hätte. Verstehe, einen jungen Partner hätte er gern. Oh, mein Freund, täuschen mich meine frostgebeutelten Augen. Oder ist das tatsächlich eine Posttasche, die du dabei hast? Weißt du, da hätte ich doch gleich eine große Bitte an dich, mein Freund. Ich wusste es doch, du würdest mich nicht enttäuschen. Mit dir kann man eben wirklich... Ja, jetzt red doch nicht so ewig, Mann. Also es könnte etwas länger dauern. Mein Stand ist sozusagen ein Grimmskrämer, der billig von allerorts seltene Waren bezieht, die sie dann zu vernünftigen Preisen weiterverkauft und so Profit macht. Blöd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment wenige bis genau genommen gar keine Waren habe und der Profit daher leider gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber bitte beschaffe mir neue Waren. Mach dir auf die Suche nach fliegenden Händlern und schließe Handelsabkommen mit ihnen ab. Okay, ich habe das Gefühl, ich hätte schon viel früher im Spiel mit dem Typen reden sollen. Es klingt so, als hätte man es zum Anfang schon annehmen müssen und dann im Laufe des Spiels begegnet man diesen Leuten, aber ich habe jetzt wahrscheinlich einige schon verpasst. Zu denen ich dann natürlich noch hinfahren könnte, aber müsste ich halt extra nach denen suchen. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig hochgestochen klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Denn zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, der Langfülle halber nennt man das dann eben ein Handelsabkommen, verstehst du? Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan seine Waren zu mir liefern. Immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Handelsabkommen besiegeln. Ach, okay. Hast du einen Platz gefunden, an dem sie sich gut machen würde? Wähle im Itemmenü die Posttasche aus, lege sie auf einen Button und versuche dein Glück. Damit kannst du dein erstes Tauschgeschäft mit einem fliegenden Händler abschließen und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abgewickelt hast, werden dir bereits meine neuen Waren geliefert. Grandios, nicht? Also auf geht's. Irgendwo da draußen warten ein paar fliegende Händler auf dich, mein Freund. Ich setze wirklich große Hoffnungen in dich. Also ich denke mal, ich kann diese Blume hier irgendwie auch pflanzen, aber irgendwie kann ich die auch tauschen? Oder ich sollte die tauschen? Wo sind die jetzt? Ah, hier. Wenn ich die jetzt irgendwo pflanze, habe ich dann verkackt? Nee. Nehmen die jetzt mal mit, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das erste Ding, das ich tauschen soll. Bei der Blumenquest kann ich dir nur bedingt helfen, davon habe ich alles verdrängt und könnte nur für dich in die Komplettlösung gucken, aber aus dem Kopf weiß ich nicht mehr. Nee, ist egal. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich die nicht auch noch abschließen werde. Das sind die sogenannten Glücksständer, Knickknack. Sie sind erst vor kurzem von der Freiwilligen Gesellschaft für Glück und Frohsinn aufgestellt worden, und zwar mit dem Ziel, unsere geliebte Stadt etwas zu verschönern. Gegründet hat sie der Standverkäufer Suzunari da drüben. Und ich rühme mich ebenfalls, ein Mitglied zu sein. Bei solch einer guten Sache, bla bla. Ja, okay. Ihr könntet die ganzen Sachen noch ein bisschen einfacher sagen, dass es nicht 12 Sätze dauert, sondern vielleicht nur einen oder so. Ich habe hier noch Kinder zu finden. Keine Zeit eigentlich, muss Kinder prügeln. Kinder verkloppen und jagen. Was ist mit dir hier? Achso, nee, den habe ich ja schon. Verdammt. Jetzt bin ich einmal um die Insel rum. Ich habe erst einen. Da oben auf der Mauer ist bestimmt noch einer. Muss eigentlich bald schon wieder los. Ich hoffe, dass ich die noch alle vier finden kann, bevor ich hier den Stream beenden muss. Was habe ich da hinten gerade gesehen?
Kann doch nicht sein, die können doch nicht so gut versteckt sein. Hallo. Die Kinder machst du noch zu Ende. Ja, die mache ich noch fertig. Bevor ich den Stream beende, beende ich vorher noch diese Kinder. Aber wenn ich wüsste, wo die sind, dann wäre es deutlich einfacher. Kann ich nicht rauf. Ah, das wollte ich nicht. Sag mal, das kann doch nicht sein, ey. Ist hier ein Kind drin? Hier oben? Nee. Hallo Kinder. Selbst hier, wo man so verwinkelte Ecken hat. Das ist eigentlich prädestiniert für so ein Versteckspiel. Aber nee, da ist auch keiner. Kann doch nicht sein, bin ich so dumm? Sind die alle irgendwo oben? Komme ich auf die Mauer? Hinter dem Bombengeschäft vielleicht. Du denkst etwas zu komplex, okay. Die sind noch einfacher versteckt wahrscheinlich. Na komm. Link. Bitte. Boah, ich befürchte, das wird echt knapp. Ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Aber da ist ein Kind. Ich sehe eins. Jetzt muss ich es nur noch töten. Oh, Link, vorsichtig. Lederhosen, Jimmy. Okay, den erwische ich. Okay. Kann ich nicht einfach die zwei hier mitnehmen? Das fällt doch niemandem auf. Sind ungefähr gleich groß. Ich habe nicht zugehört, deshalb gebe ich euch kein Geld. Well, shit. Ich habe das Gefühl, ich war überall. Aber es sind jetzt noch zwei. Oh Mann. Nein, hau ab. Ich habe keine Zeit für euch. Da, wo du runtergefallen bist, war schon ganz gut. Ja. Du meinst, unten war es gut? Oder oben wäre es gut gewesen, wenn ich nicht runtergefallen wäre? Ah, Moment, hier könnte man sich noch verstecken. Ha! Springt einfach in seinen Tod. Lieber stirbt er, als dass er beim Fangenspielen verliert. Beziehungsweise beim Versteckspielen. Aber hier stehen geblieben, Alfalfa. Nein, Mann, verpisst euch! Ist das nervige hier? Wo ist er denn jetzt? Warst du das? Ja, war es, ja. Jetzt bleib doch stehen. Ich hab dich doch schon. Ernsthaft.
Der letzte ist nicht weit von dem Ort, wo der erste sich aktuell aufhält. Okay, wo ist denn der erste? Der erste ist da oben irgendwo, ne? Mann, Link. Bitte, das geht doch. Musst du doch raufkommen. Ist hier einer? Da ist keiner. Da ist der erste. Und nicht weit weg von hier ist der letzte. Komm raus, ich hab dich. Nicht weit weg vom ersten. Ah. Ist das nervig, dass sie noch weglaufen? Ich war doch schon neben ihm. Aber nee, erst wenn ich ein zweites Mal neben ihm bin. Dann zählt's. Okay, alles klar. Au, Backe. Du hast uns tatsächlich alle vier geschnappt. Du hast gewonnen. Haben wir es etwa nicht mehr drauf? Jedenfalls hören wir ab heute damit auf, Grundrosiden zu ärgern. Verzeih uns unsere Fiesheiten und nimm bitte das hier an. Ein Herzteil. Ich nehme jetzt mal an, von der Lehrerin bekomme ich dann jetzt nicht noch was. Sondern das ist jetzt hier quasi schon die Belohnung für diese Quest. Doch, soll nochmal zu ihr hingehen. Wissen die nochmal? Ist hier die Schule? Kann ich etwas für dich tun? Sag mal, du bist doch zu ihnen gegangen und hast ihnen irgendwas gesagt, oder? Ja, hätte ich mit denen reden sollen? Also, das war wohl ein Missverständnis. Also, die sind jetzt, also, kannst ausschlafen am Montag. Naja, ich habe euch nämlich ein bisschen durch den Türspalt beobachtet, weißt du? Jedenfalls bist du wirklich ein lieber Junge. Hier, ein kleines Taschengeld als Dankeschön für dich. Ja, okay, meine Tasche ist voll. Aber danke. Aber sag niemandem etwas davon, ja? Glaub mir, für Kinder habe ich wirklich einen untrüglichen Blick. Und ich spüre, dass aus dir einmal ein ganz vorbildlicher Erwachsener wird, dessen Name in die Geschichte eingeht. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, okay, also, immerhin irgendeine Quest geschafft. Auch wenn ich jetzt nicht bei dem Tempel bin, wo ich eigentlich hin wollte. Aber ja. Ich war echt lang nicht mehr hier. Wie es aussieht, hast du dich tatsächlich anstelle von uns bei der Frau Lehrerin entschuldigt. Sehr anständig. Ach ja, wusstest du das eigentlich? Unsere Lehrerin, Madame Marie, hat bald Geburtstag. Boss, wir sollten ihr was schenken. Red keinen Unsinn. Wir sind die ganz kleinen Strolche und nicht die Pfadfinder, kapiert? Aber da fällt mir ein, dass die Frau Lehrerin völlig verrückt nach Accessoires ist. Was hat es ihr denn jetzt gerade angetan? Waren das nicht diese Glücksamulette? Ah, okay. Ja, aber ich habe doch welche. Labern die den kompletten Dialog nochmal. Also
ich neulich ein bisschen auf den Bäumen rumgeklettert bin, da habe ich auf einem von ihnen etwas blitzen sehen, da bin ich mir ganz sicher. Ja und? Das ist doch nichts Besonderes, Glücksamulett. Ich habe 17. Okay, das interessiert die nicht. Ja gut, dann egal. Oh nee, jetzt nerven mich die ganze Zeit oder was? Also irgendwo da oben auf den Bäumen gibt es ein Glücksamulett. Weiß jetzt nicht genau, ob mich das interessiert. Egal, auf jeden Fall war es das jetzt erstmal für heute. War kein besonders langer Stream, aber immerhin habe ich einen Tempel fertig gemacht. Nächstes Mal fange ich dann mit dem nächsten an. Wenn du so viel Geld hast, solltest du den Spezialtierhändler aufsuchen. Der hat nur teures Zeug. Stimmt, ja, bei dem war ich schon mal und hatte ich, glaube ich, kein Geld, aber ich weiß nicht mehr, was der hatte. Ja, muss ich mal wieder schauen. Ich versuche es mir zu merken fürs nächste Mal. Der ist nämlich... Wo ist denn der gerade? Da unten irgendwo. Ja, genau. Vielleicht statten wir dem beim nächsten Mal einen Besuch ab. Jetzt soll es das erstmal für heute gewesen sein. So, dann schönen Abend noch. Schönes Wochenende. Und genau, du erinnerst mich an den Terry. Alles klar. Fortsetzen möchte ich nicht. So, dann... Dann gehauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.